Grüßt euch, meine Freunde. Ich bin bei André zu Hause, André Brockschmidt, der Betreiber vom Bauforum 24. Und warum bin ich hier? Ganz einfach, weil ich heute die APE weitermache, besser gesagt André und ich. Und ich kümmere mich um den Innenausbau. Wir hatten uns nämlich diese kleine APE zugelegt gehabt, Detmolder Landbier. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Und diese APE wollen wir als Werkzeugwagen umbauen. Es soll so ein richtiger Augenschmaus werden. Und ich bin gezielt jetzt da, um ja, hier so ein bisschen Ordnung reinzubringen in das Chaos. Ihr kennt wahrscheinlich das Video, wo wir bei HBM shoppen waren. Das kann man gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Ja, ja. Ja, du bist bei deiner APE, du bist mit deiner APE irgendwo, musst einen Service, hast einen Servicefall. Guckst erstmal, ob du ein thermisches Problem hast. Hebebühne werden wir nicht mitkriegen. Ja. Die stellen wir dann online. Haben wir letztes Mal schon gemacht mit ein paar Sachen. Mhm. Metallsägeblatt. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber hier ist der Stahl. 12 Euro. Was ist der Unterschied zu denen? Ist mit Holz. Und haben so einiges Werkzeug gekauft für den Ausbau der APE und natürlich auch, um die nachher zu bestücken. Und ich werde jetzt hier, ich habe mir halt vorgestellt, dass wir hier so eine Art Kasten bauen mit Schubläden, mit Werkbank, die man rausziehen kann. Und dass man das Ganze dann später mit einem Stapler oder einem Radlader rein und rausfahren kann. Falls man mal irgendwie Wartungsarbeiten machen möchte. Denn hier unter dem Teppich befindet sich nämlich eine Wartungsklappe, dass man an den Motor ran kann. Wenn ihr den Einkauf sehen wollt von HBM Machines, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und hier kann man auch die Einlagen sehen. Bestückt mit Werkzeug und ja, schön mit Schaumstoff, Carbon-Look. Die sollen halt später dann da reinkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Hier, den Kolben hier oder Zylinder, den verbauen wir auch noch. Also André eher, ne? Oh, ich sehe gerade schon, der ist hier gebrochen. Hier ist der Kolben. Schieblehre. Die können wir gleich gebrauchen, denn ich habe so ein paar Platten bestellt bei Plattenzustand 24, ein Rabattcode Mr. Handwerk 5, findest du aber alles noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort bekommst du Plattenmaterialien, Multiplex, was wir jetzt hier verwenden, Siebdruckplatte, beschichtetes Multiplex in Weiß, Acrylglasplatten, Acrylglaszylinder auf den Zuschnitt genau, also wie gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung und das werden wir uns auch gleich zuschneiden. Übrigens hat die 800 Kilo Nutzlast. Ne? Das heißt, ihr könnt mit der APE ungelogen 800 Kilo beispielsweise Brennholz transportieren. Holz, Bauholz, irgendwas. Richtig, richtig geil. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir so ein Ding zulege. Aber irgendwie fehlt es mir am Platz. Sieht eigentlich von der Konsistenz aus sehr, sehr gut. Kein Rost. Das hört sich sehr nach Rost an. Oh, das ist der Motor. Heiliger. Der ölt aber. Schnell wieder zu. Nicht mein Part. Meine Idee ist jetzt, dass wir hier quasi einen riesengroßen Schubkasten bauen, den man dann quasi mit einem Stapler, mit zwei Gabeln quasi das ganze Ding rausfahren kann, falls man hier an diese Klappe mal muss. Und links und rechts, wie gesagt, bauen wir Rolli hinein. Das heißt, ich werde jetzt, der Hund jault, ich werde jetzt erstmal das Ganze vermessen und mir irgendwie eine Idee machen, weil, ja, die fehlt mir noch ein bisschen. Also, wir haben jetzt hier eine Gesamtbreite von 1,30 Meter. Das schreiben wir uns mal auf. 1,78 Meter. Das ist unsere Lieferung von Plattenzustand 24. Wie gesagt, einen Rabattcode findet ihr unten. Ich habe jetzt mal eine Siebdruckplatte bestellt. Eine raue Seite, eine glatte Seite. Dann habe ich Multiplex bestellt. Zwei schwarz beschichtete. Zwei, ich glaube, 9 mm Multiplex weiß beschichtet. Und der Rest müsste 19 mm oder 21 sein. Alles in weiß. Und ich bin gerade am Überlegen. Wir wollten oben eine Platte machen in schwarz. Die Trennwand in schwarz. Kurz mal messen. Dazu ist natürlich der Messschieber hier ideal, den wir mitgenommen haben. 15. Blenden, Schubkästen,
Daraus bauen wir eine Werkbank in Schwarz. Macht sich, glaube ich, ganz cool. Habe ich noch nicht gesehen. Und eine Platte wird die Grundplatte sein. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt erstmal zerpflücken, dass ich nämlich eine Platte habe als Grundlage. Das wird nämlich eine weiße sein, denn davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es regnet. Ich hoffe, dass es mal jetzt nicht regnet, denn ich fange jetzt an mit dem Zuschnitt. Ich fange jetzt draußen an zu sägen und jetzt habe ich die erste Platte gesägt, bin klitschnass, dann habe ich André natürlich ganz viel Werkzeug zur Verfügung gestellt. Eine Tauchgassige vom Festool mit Akku, eine mit Kabel, mit Vorritzer, eine Milwaukee, ein Staubsauger und. Aber irgendwie passt das Absaugsystem von Festool zu Bosch nicht und. Ich kenne Festool gar nicht und habe gerade schon einen Kotzreiz bekommen mit den Hoch- und Runterschieben von der Tiefe bei der Tauchgassige. Bis ich darauf gekommen bin, dass man das reindrücken muss und nicht da oben um diesen Rädchen drin. Jetzt habe ich auf jeden Fall die erste Platte geschnitten und habe auch 4 Dachlatten besorgt und die werde ich jetzt erstmal hier ranschrauben. Beziehungsweise, ich könnte das auch in der Ape drinne machen, ne? Ist vielleicht einfacher, wegen dem Abstand. Ich habe nämlich jetzt hier 4 Kanthölzer mir besorgt aus dem Baumarkt und ihr seht jetzt hier diese Rillen, die sind natürlich dazu da. Die haben wir hier an der Innenverkleidung auch überall, damit das Blech sich nicht durchbiegt, damit das Ganze formstabil ist. Und meine Idee ist jetzt, dass wir das Ganze dann mit einem Stapler so zack, zack rein rausfahren können. Und da brauche ich halt den Abstand. Ne? Deswegen könnte man jetzt sagen, wir schieben einfach die Platte hier rein. Aber vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht sollten wir uns die Maße nehmen. So, ganz wichtig, Opferplatte. Und das ist eine wirklich rutschige Angelegenheit, kann ich euch sagen. Also macht das bitte nicht, wenn es draußen regnet, an alle Hersteller. Jeder sagt, er hat ein geiles Akkusystem, kompatibel mit dem ganzen Werkzeug. Ne? Gab es anscheinend früher nicht. Aber warum gibt es denn kein ein Akku für alle? Warum gibt es keine Riesenallianz oder warum wird das von der EU oder ich weiß nicht was festgelegt? Das ist einfach ein Akku. Ein Akkusystem gibt, also ein Schlittensystem, der überall raufpasst. Dann genau das gleiche mit der Absauganlage. Ne? Ich hätte jetzt eine andere nehmen können. Also ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Kappsägen von André. Oder hier, Tauchkreissägen. Ne? Die von Festool finde ich eigentlich ganz gut. Das Schöne, was ich jetzt gesehen habe, die hat halt einen Spaltkeil, der hinten rauskommt. Finde ich ganz klasse, aber mir fehlt es etwas an Leistung. 18 mm Multiplex. Da kann ich sie nicht so durchjagen wie mit meiner Tauchkreissäge, Tauchkreissäge mit Kabel gebunden. Ne? So, und jetzt habe ich mir hier ein bisschen geholfen. Ansonsten hätte ich mich jetzt dumm und dämlich gesucht. Die Sonne hat Mitleid mit mir, sie kommt wieder raus. Ja, die Hälfte des Korpus ist auch schon fertig. Ich zeige euch mal hier kurz einen Einblick. Und so sieht das Ganze aus. Also gesagt, oben schwarz, Trennwand schwarz. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch und zwar,
sieht es nämlich folgendermaßen aus. Also wir haben jetzt hier die Vollaushöhe, kommen wir gleich nochmal zu, mit Arretierung, speziell für ja, Campingwagenausbau, Werkstattwagenausbau. Das Ganze ist halt arretiert, das kannst du hier mit lösen, kannst du ihn rausziehen. Jetzt ist es so, auf dieser Seite hier, oh, ich hoffe, dass die passen, ey. Ich dachte, boah, ganz knapp. Also hinten ein bisschen Luft einkalkuliert, passt. Jetzt ist es halt so, jetzt kommt ja hier die Werkbank hin. Also die Werkbankoberfläche, die wird dann rausgeschoben. Und genau, das heißt, wir müssen also, unten will ich 3 Schubläden machen. 25 hoch, damit die Werkbank dann, wenn die rausfährt, so gute Arbeitshöhe ist, so gute Hüfthöhe. So, und jetzt bin ich nämlich am Überlegen, wenn ich nämlich jetzt hier 40er Schubkastenführung habe, wie da drüben auch, habe ich ja hinten Leerlauf. So, also viel Luft. Entweder mache ich die Schubkästen halt so groß, das würde auch gehen. Das heißt, wenn ich sie ausziehe, muss ich dann halt weit nach hinten greifen. Geht aber, ist machbar. Oder ich ziehe hier noch eine Trennwand rein und André kann hier noch was reinschieben in der Ape. Das heißt, das Durchladungssystem ist halt noch gegeben. Du kannst dann mal ein paar Bohlen kaufen, ein paar Bretterchen, ne? Musst du nicht auf dem Dach schnallen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, denn so hat er noch gegeben, dass er was einladen kann. Ne? Ich erwische ihn gerade nicht am Telefon, deswegen frage ich euch. Aber ich glaube, ich mache das so einfach, weil es macht wenig Sinn, wenn du hinten was in den Schubladen hast, dann siehst du es nicht und so. Und so kann er noch was durchladen. Und wenn nicht, kann er, weiß ich nicht. Ich bin jetzt fast mit dem Korpus durch. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich wirklich nur links und rechts 2 Schubladen mache. Aufgrund, wenn ich jetzt 3 mache, das wird wirklich mickrig und klein. Und für die Schubladen haben wir jetzt auch vorgesehen, hier 18er Multiplex. Das heißt, nachher hast du einen riesen Klopper und ne? Die Idee hier mit dem Mittelfach, also den zu irgendwas einschieben von hinten von der Abwehr, fand André ziemlich gut. Er hat sich nochmal gemeldet gehabt. Und das machen wir jetzt auch so. So, und kommen wir nochmal ganz kurz zur Hebebühne. Ich habe sie rausgefahren mit André, weil ich nämlich Ölwechsel machen wollte. Ich bin aber nicht dazu gekommen, leider. Also, ja, der Korpus bzw. das Innenleben der Ape nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Vielleicht schaffe ich es morgen. Wenn nicht, dann machen wir das nochmal mit André zusammen, wenn ich da bin. Genau, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Ich wollte nämlich Ölwechsel machen bei meinem Automobil. Genau. Den Zusammenbau, ja, das war eigentlich auch sehr unproblematisch. Ihr solltet allerdings zu zweit oder zu dritt sein, damit ihr das Ganze von der Einwegpalette runterbekommt. Und genau, und der Zusammenbau, da, das hat André zum größten Teil gemacht. Ich habe ein bisschen Hydrauliköl eingefügt. Und ja, ist eigentlich quasi fast alles selbsterklärend. Und für diejenigen, die sich fragen, wer da hier bellt, ja, das ist die Cleo. Cleo! Das stimmt mit dir nicht. Cleo. Hallo. Die beachtet mich gar nicht. Hallo. Weil sie da irgendwie Vögel sieht oder so. Komm, wir gehen jetzt was essen. Komm. Komm mit. Cleo, komm. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich so. Ich keine Angst, ich habe nicht in der Ape geschlafen die Nacht. Ich freue mich so, wenn ich mit André die erste Runde hier drehe. Ich hoffe, dass wir uns nicht überschlagen und dass André auch hier reinpasst. Aber ich glaube, der saß schon mal hier drinnen, ne? Also hier am Fahrersitz. Heute geht's weiter, aber erstmal Fische füttern. Und jetzt geht's weiter mit dem Ape-Projekt. Heute stehen nämlich Werkbankplatte an mit einem Lochrastersystem und Schubläden. Und Schubladenblenden. Genau, ich hoffe, dass ich das heute alles schaffe, wird nämlich ziemlich knapp. Ich würde sagen, wir fangen mit Schubkästen an. Das heißt, wir haben uns jetzt hier von 6 Paare bestellt. Das sind spezielle Schubkästen, Führungsschienen. Damit könnt ihr halt gewisse Last auf den Führungsschienen bringen. Und so sieht das Ganze aus. Das sind jetzt hier 40 mm sollen es sein. Das Ganze hat halt auch so einen Stop, das heißt, es ist arretiert und ihr könnt das halt mit diesem kleinen blauen oder hier gelben Hebel lösen. So, das wird die Herausforderung sein, dass wir diesen Hebel irgendwie nachher mit der Blende verkleiden. Normalerweise ist es halt so, dass du rauf guckst und dann hast du diese Luft hier, die siehst du diesen Spalt links und rechts. Und ja, wir wollen das ein bisschen kaschieren, mal gucken, ob es mir gelingt.
Und jetzt messen wir erstmal, wie breit das Ganze ist, damit wir uns die Schubläden ausmessen können. Denn das ist nämlich hier unsere Luft, die wir links und rechts haben. Wie ihr vielleicht hören und sehen könnt, habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, erstmal die Führungsschienen anzubringen. Ich habe jetzt hier diese Seite mit Schlossschrauben. Ich glaube, Schlossschrauben sind das nur aus Edelstahl. Komplett durchgebohrt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil hier nicht so wirklich viel Luft ist für eine Mutter auf der anderen Seite. Funktioniert aber. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, habe ich mich dafür entschieden, lange, lange Schrauben zu nehmen, weil ich dort hier direkt in ein Querbrett lande. So, und ich glaube, die Führungsschiene hat ungefähr 6 bis 7 Bohrungen für Schrauben. Das heißt, das Ganze müsste dann ja eigentlich ausreichen für 100 Kilo. Die haben ja, glaube ich, eine Last bis 100 oder 150 Kilo. Das Ganze wird mit diesem Hebel hier ausgelöst. Und dann könnt ihr bis zu 1,40 Meter jetzt ausfahren. Wollen wir das mal kontrollieren? Beziehungsweise, jo, 1,40 Meter. Jetzt sind auch die Seitenschubkästenführungssysteme eingebaut. Und die haben, glaube ich, eine Ausladung von 40. Und das ist halt der Nachteil oder Vorteil. Das ganze Ding guckt hier raus, ne, das braucht ihr halt zu bedienen. Schauen wir uns später an. Also ich habe es alle eingeschraubt. Und jetzt mache ich mich einfach mal an die Arbeitsplatte, um mich daran ein bisschen dran zu tasten, da das Thema mit den Führungsschienen. Ich werde die Arbeitsplatte aus Siebdruck machen. Da habe ich eine Platte übrig. Dazu habe ich mir 2 Streifen zugeschnitten. Und die Arbeitsplatte kommt hier oben nochmal drauf geschraubt. Die Streifen, damit wir Fleisch haben für die Führungsschienen, um das anzuschrauben. Und dann kommen natürlich nochmal ein paar Querstreifen, die ich mir zugesägt habe. Denn so eine große Platte würde ja auf Dauer hier durchbiegen. Das heißt, wir machen uns so ein kleines, ja, so ein paar Streben rein, damit das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen geschützt ist vor Durchbiegung. Genau. Und Siebdruck gibt es übrigens auch, wissen die wenigsten, ist halt wasserabweisend. Wenn du es jetzt in Wasser schmeißt, wird es sich, glaube ich, irgendwann aufquellen. Ich weiß es nicht, oder quillt dann irgendwann auf. Aber so ein Regenschauer wie gestern macht es den ganzen nichts aus. Und es gibt halt Siebdruck. Eine Seite Sieb, das sieht aus wie so ein Sieb, ist ein bisschen rauer. Und eine Seite glatt. Und viele, was viele nicht wissen, es gibt glatt, glatt, also beide Seiten glatt. Und es gibt, glaube ich, auch Sieb, Sieb. Genau, für verschiedene Anwendungen, beispielsweise Anhänger, Bodenplatte und so weiter und so fort. Ich säge jetzt mal die große Platte zu und dann verschraube ich alles. Wie es ausschaut, halten die Schubläden wirklich, was sie versprechen. Ich habe jetzt mal die ersten hier festgeschraubt, also fixiert mit Edelstahlschrauben. Ihr müsst natürlich das Ganze reinschieben. So, zack, fixiert. Und das Ganze ein bisschen ausgleichen. Ne? Also Wasserwaage rauf und dann gucken, weil das Ganze steht ja hier auf Böcken. Und André hat mir gesagt oder versprochen, dass die Böcke 1000 Kilo aushalten. Und das Ganze ist halt nicht so eben. Deswegen ist diese Platte so ein bisschen schief, aber ist nicht so schlimm. Das gleiche ich halt hier jetzt wieder aus. Ne? Deswegen ist dieser Abstand hier nicht perfekt. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? So, ist aber nicht schlimm. Hauptsache, die Platte ist in Waage. Und genau, ich werde das jetzt verschrauben und dann bin ich mal gespannt. Dann werde ich das ganze Ding mal rausfahren. 1,40 Meter und soll 100 Kilo aushalten. Die Platte wiegt wahrscheinlich schon 25 Kilo. Dann wollen wir hier noch einen Schraubstock draufbringen. Ja. Cleo,
Ja, 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 ja. Oh. Der gute alte Heuer-Schraubstock haben wir natürlich auch bei HBM Machines mitgenommen. Brockhaus Heuer, Heuer Front. Gute Qualität, made in Germany. Mhm. Ich glaube, aus Plettenberg kommen die. So, Frage ist nur, welche Größe? Also hier, der dicke Johnny steigt hier aus. Und auch ein Drehteller. Und ich bin gerade dabei, den ganzen anzubringen, bevor ich jetzt die Deckelplatte anbringe. Weil die Überlegung war jetzt, ob links oder rechts. So, was würdet ihr machen? Pausiert mal das Video. Also, das ist hinten von der Ape. Und wo würdet ihr den Schraubstock jetzt anbringen? Also auf jeden Fall außen, damit wir den ganzen ja drehen können. Das, sonst macht der Drehteller ja gar keinen Sinn. Das heißt, wir können einmal von hier arbeiten und von vorne. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir den Schraubstock mittig von der Ape anbringen. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Einmal A, hier kommen ja noch mal Rollläden von außen dran. Ne? Das heißt, könnte ziemlich knapp werden mit einem Auf- und Zufahren, beziehungsweise mit dem Breitenmaß von 1,20 Meter. Und dann ist es nämlich so, wenn jetzt hier Rollläden hochkommen, fahre ich die hoch und will ja oben, habe ich Ablagefläche, um L-Boxen oder Werkzeug oder irgendwas, ne, daran aufzustellen, abzustellen. Und wenn ich jetzt den Schraubstock ziemlich nah hier vorne anbringe, dann nehme ich mir ziemlich viel Platz weg. Und dahinter, was dahinter abzulegen, ist ziemlich mühselig, das immer zu holen. Beispielsweise, möchte jetzt eine Tischbohrmaschine dahinstellen. Das heißt, ich werde ja nie über den Schraubstock arbeiten. Also ihr wisst, was ich meine. Deswegen kommt der Schraubstock mittig rein, so dass ich dann von hier arbeiten kann. Also hier. Und dann kann ich natürlich auch von hier arbeiten, von der Seite, also von hier vorne. Ne? Und dann ist es halt so, dass ich hier noch genügend Platz habe, um irgendeine Maschine abzustellen auf der Arbeitsfläche. Weil hier kommt ja noch eine Platte rüber. Ne? Zack, wenn ich das einfahre, könnte ich hier quasi noch irgendwas hinstellen. Schubkasten fertig, 3 von 5. Und ich muss sagen, es geht ziemlich gut. Ich habe natürlich ein bisschen Probleme bei der langen. Die ist nämlich ca. 1,60 Meter in der Breite, wie ihr hier sehen könnt. Bis hierhin. Die muss man vielleicht zu zweit bedienen. Müssen wir mal gucken. Ich bin gerade dabei, die 2 einzelnen zu setzen. Und folgende Überlegung. Also die Schubkästen sind ganz, ganz einfach. Ne? Ein Boden von 9 mm Multiplex. Und die Schubkästen sind ganz, ganz einfach gestrickt, also einfach nur stumpf zusammengeschraubt. Wir haben einen 9 mm Multiplex-Boden und ringsherum die Wände in 18 oder 19 mm Multiplex und das Ganze weiß beschichtet. So, und jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar, wie würdet ihr das Ganze machen? Wir haben ja anfangs gesagt gehabt, dass wir hier ein Doppel draufsetzen, sprich eine Blende, und hier große Löcher bohren. Die Löcher müssten aber so groß sein, beziehungsweise das Ganze müsste irgendwie ausgeklinkt werden. Und am Ende ist es halt total fummelig, weil du musst es runterdrücken, beide Seiten, also die linke und die rechte, und dann kannst du das Ganze herausziehen. Und ich finde eigentlich das Weiße ganz, ganz schick. Kann man natürlich toll beschriften mit Schwarz oder so. Und Frage an euch, würdet ihr jetzt hier dran ein Doppel machen, also eine Verkleidung, eine Verblendung, oder würdet ihr das so lassen? Und vielleicht nur die Kanten schwarz anmalen. Nicht? André meinte, wir sollen eine Blende draufsetzen. Das heißt, die Blende würde dann von hier bis da gehen. Zack. Hier dann wieder nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, keine Blende machen. Ich würde es so lassen. Man kann die übrigens hier richtig toll was beschreiben. Oder das Ganze beschriften. Und ja, würde das Ganze so lassen. Weil die APA an sich ist ja sehr, sehr dunkel. Oder schwarz oder Anthrazit. Und wenn du dann das Rollladentor aufmachst, links und rechts, und dann siehst du also in Weiß, das ist auch schon ganz cool, mit einer schwarzen Arbeitsplatte. Lochsystem habe ich jetzt auch gebohrt, alle 15 cm. Ich muss zugeben, ich war ehrlich gesagt zu faul, jetzt alle 10 zu machen. Das Ganze noch gesenkt. Und ja, hier müsste man jetzt ein bisschen aussaugen. Ne? Und ich muss euch sagen, diese Führungsschienen 1,40 Meter, ich kann das Ganze jetzt nicht komplett ausfahren, weil mir das ganze Ding nach vorne kippen würde. Also
quasi umkippen. Und das ist nämlich auch das Problem, was André gesagt hatte im Stream oder allgemein. Wir müssen die Ape wahrscheinlich, also vielleicht, wenn jetzt hier die Schubkästen drin sind, voll bestückt mit Werkzeug, vielleicht haut das Ganze hin, vielleicht auch nicht. Dann müssen wir nämlich die Ape nochmal befestigen unten. So Mädels, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Natürlich kann ich jetzt leider nicht das Innenleben der Ape hier reinfahren, denn dafür brauchen wir einen Stapler oder einen Radlader. Und das hat nämlich André hier auf dem Hof stehen. Nur, ich kann keinen Radlader fahren. Ich lasse es mal lieber. Nachher ist die Ape Schrott. Aber im nächsten Video, beziehungsweise bei André, seht ihr dann, wie er die Ape Stück für Stück vorbereitet. Sprich, der Lack kommt drauf, die Technik wird gemacht, der Motor wird gemacht. Und dann werden links und rechts das Ganze ausgeflext, da kommen Rollläden rein. Und dann bin ich wieder beim André und dann gibt es nämlich die Hochzeit. Ich glaube, Hochzeit sagt man dazu, ne? Wenn man was miteinander vereint. Und dann werden wir das Ganze mit den Radlader reinfahren und gucken, wie das Ganze dann zusammen harmoniert. Und dann wird das Ganze nochmal bestückt mit Werkzeug. Habt ihr ja gesehen, am Anfang des Videos habe ich das ganze Werkzeug rausgeschleppt von der Ape. Das Ganze haben wir nämlich bei HBM Machines gekauft. Und das ist auch der Sponsor von dem Video. Recht herzlichen Dank nochmal für die Kooperation. Und alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, vor allem den Online-Shop. Dort bekommt ihr nämlich Werkzeug. Und euch geht es wahrscheinlich auch wie uns dann, wenn ihr dort shoppt, auch online. Man kann sich quasi zuschütten mit Werkzeug. So, ich wünsche euch was. Hier sind die nächsten zwei Videos. Hier ist das allererste Video von der Ape. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Ciao.